Im Rahmen einer Wanderausstellung mit dem Titel Schlagerwelten widmete sich ein Magdeburger Einkaufszentrum eine ganze Zeit lang der sogenannten leichten Muse. Die Besucher konnten in Erinnerungen an weltbekannte Lieder schwelgen und zugleich erfahren, dass Zeitgeschmack und die jeweiligen erfolgreichen Musikstücke, eben die Schlager, immer sehr gut zusammenpassen. Und da Schlagermusik auch immer Nachwuchstalente braucht, bestand die Möglichkeit, sich in der Castingshow Die Chance 2017 zu bewerben. Das ist ein Magdeburger Sänger, sein Name tut nichts zur Sache. Er begleitet sich selber auf dem Keyboard und er versucht sich an einem Titel von Roland Kaiser. Im Original aus dem Jahr 2014 wird der bekannte Schlagerstar von Malte Kelly begleitet. Hier wird es solo probiert. Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir. Mit einem Haufen fass mich's an. Schlagermusik ist aus unserer Unterhaltungsgesellschaft nicht wegzudenken, auch wenn einige Zeitgenossen etwas abfällig auf die Szene schauen. Frage an Antje Klann, selber Sängerin und Moderatorin der Show: Was macht eigentlich ein Lied in deutscher Sprache zu einem Schlager? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, es gibt kein Geheimrezept, das hat letztens auch Christina Bach gesagt, sondern er muss einfach beim Publikum ankommen. Und das am besten nicht nur bei einem, sondern gleich bei ganz vielen. Und dann ist es ein toller Schlager. Das bedeutet im Umkehrschluss, er muss auch den Zeitgeist repräsentieren. Denn das Publikum ändert sich ja genauso wie der Musikgeschmack der ganzen Welt. Genau, es gibt natürlich ein paar Künstler, die geben den Musikgeschmack so ein bisschen öfter mal so einen kleinen Schubs. Das hat Helene ganz toll geschafft. Und ich finde auch Vanessa Mai macht im Moment einen schönen Sprung. Also sie sagt auch, für sie ist Schlager genau auch das, was sie jetzt macht. Und das ist ja schon, wenn wir so richtig drüber nachdenken, würde der eine vielleicht sagen, es ist schon Pop. Aber das ist wurscht, sondern es ist einfach schön. Es kommt bei der Masse an, also es ist ein Schlager. Die Kolleginnen, die Antje Klann hier anspricht, gehören zur ersten Garde der Zunft. Und gleich beweist die Frau vom Fach, wie man es richtig macht. Sie präsentiert eigene Songs von ihrer jüngsten CD und gleich bleibt auch Publikum stehen, um im Viervierteltakt mitzuklatschen. Gekonnt ist gekonnt, denn nicht nur Melodie, Text und Stimme, auch die Präsentation auf der Bühne bilden ein Ganzes, das über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Aber hier auf dieser Bühne, das ist eine Castingshow. Das hier ist eine Nachwuchsshow. Was würdest du Leuten empfehlen, die von sich glauben, hier würde ich mich gerne mal auf die Probe stellen lassen? Also ich glaube, auf jeden Fall ist hier jeder sehr gern gesehener Gast bei uns bei der Nachwuchsshow Die Chance. Aber es wäre schon schön, wenn er ein bisschen musikalisch wäre. Egal wie alt er ist. Also das ist bei uns völlig offen. Wir hatten schon 5-Jährige dabei. Wir hatten einen Herrn mit 66 Jahren, der hat Die Chance einmal gewonnen vor vielen Jahren. Also wir mögen jeden gern sehen. Diese Sängerin, auch ihren Namen verschweigen wir, hat sich ein großes Vorbild ausgesucht. Denn Herzen haben keine Fenster ist ein Erfolgstitel von Elfi Graf aus dem Jahr 1974. Aber das Thema Zeitgeschmack und Publikum, das hatten wir ja schon. Zum Schluss ein Auftritt einer Sängerin, die extra aus Bayern nach Magdeburg gekommen war, um ihr Talent hier zu beweisen. Sie macht das schon einige Zeit und deshalb singt sie auch einen eigenen Titel. Ja, hallo. Ich geb dir alles. Ich geb dir alles. Wenn du, ja, hallo. Ich bin zurück.
Melodie, Text und Stimme erfüllen die erste Erwartungshaltung. Die Präsentation auf der Bühne überaus selbstbewusst. Aber genau das ist wahrscheinlich das Wichtigste, wenn man sich in einer Castingshow seinen Traum vom Leben als Künstler erfüllen möchte. Man braucht eine gehörige Portion Mut dazu und auch das eigene Selbstbewusstsein muss mit Kritik und einer möglichen Niederlage zurechtkommen können. Du, ja, du machst mir Mut.